sind eine große Gefahr für die Leber. Hepatitis-Viren. Sie schädigen die Leberzellen, verursachen Entzündungen und Leberzirrhose oder auch Leberkrebs. Hepatitis-Viren führen zu häufigen Todesfällen, deutlich häufiger als HIV weltweit zu Tod führen. Leberkrebs, meistens durch Hepatitis-Viren verursacht, ist die zweithäufigste Todesursache durch Krebs. Und es sind Erkrankungen, die wir eigentlich verhindern und heilen könnten, wenn wir die entsprechenden Maßnahmen ergreifen würden. Aber Hepatitis ist nicht gleich Hepatitis. Es gibt die Viren A, B, C, D und E. Hepatitis A wird vor allem durch unsauberes Trinkwasser oder kontaminierte Lebensmittel übertragen. Reisende bringen sie aus fremden Ländern mit. In der klinischen Praxis sehen wir immer mal wieder Patienten mit schweren Verläufen einer akuten Hepatitis A-Infektion. Dies sind Patienten, die wir stationär aufnehmen müssen und die sich über mehrere Wochen wirklich krank fühlen. Gott sei Dank gibt es keine chronischen Verläufe. Die Erkrankung heilt bei den Patienten immer aus. Trotzdem muss man natürlich wissen, die Erkrankung ist vermeidbar durch eine gut wirksame und gut verträgliche Schutzimpfung. Hepatitis B-Viren werden durch Blut und auch sexuelle Kontakte übertragen. Wenn die Infektion chronisch verläuft, drohen Leberzirrhose und Leberkrebs. Zurzeit gibt es sehr effektive Medikamente, die die Virusreplikation effizient supprimieren können. Trotzdem, wir können die Infektion nicht eliminieren. Das bedeutet, dass das Virusgenom bleibt in Zellkernen und die bildet eine virale Matriz, die sehr stabil ist. Und diese Matriz zu eliminieren, ist eine große Herausforderung. Bei der Hepatitis C spielt der Gebrauch unsauberer Injektionsnadeln eine große Rolle. Sie wird noch häufiger chronisch als Hepatitis B und führt unbehandelt in vielen Fällen zu Leberzirrhose und Krebs. Aber hier gibt es großen Fortschritt. Im Bereich der Hepatitis C hat eine regelrechte Revolution stattgefunden. Während wir früher Schwierigkeiten hatten, unsere Patienten gut zu behandeln und die Therapie sehr nebenwirkungsreich war, ist es uns jetzt seit einigen Jahren möglich, mittels neuer Kombinationspräparate die Patienten vollkommen auszuheilen. Hepatitis D kommt nur bei Personen vor, die schon eine Hepatitis B-Infektion haben. Bei dieser Kombination ist das Risiko für eine massive Schädigung der Leber mit ausgeprägten Symptomen besonders groß. Wenn man koinfiziert ist, Hepatitis B, Hepatitis D, dann kann man einen Versuch starten mit Interferon. Das wirkt in Teil der Patienten. Aber umso wichtiger ist es, sowohl die Hepatitis B als auch die Hepatitis D zu verhindern durch eine Impfung. Weil, ganz wichtig zu wissen, die Impfung gegen Hepatitis B schützt auch gegen Hepatitis D. Hepatitis E-Viren stecken vor allem in rohem Schweinefleisch und auch in Wild. Und bei der Behandlung mit Blutprodukten kann eine Hepatitis E übertragen werden. Die Hepatitis E ist von uns jahrelang unterschätzt worden. Sie ist in Deutschland relativ häufig. Die gute Nachricht ist, dass für normale Menschen der Verlauf eigentlich harmlos ist. Anders sieht es bei immunsupprimierten Menschen aus. Dort sehen wir schwere Verläufe, die dann auch zu Leberschäden führen. Gefährlich für die Leber sind besonders die Hepatitis-Formen B und C. Zusammen waren 2015 weltweit 325 Millionen Menschen infiziert. 1.340.000 sind daran gestorben. Aber die Hepatitis-Forschung macht große Fortschritte. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lernen immer mehr über die Viren und ihre Schwachstellen. Zurzeit wird viel daran gearbeitet, in Kooperation, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten und der Industrie wird wirklich versucht, neue Therapien zu entwickeln. Wir haben auch zurzeit neue aussagekräftige Infektionsmodelle in vitro und in vivo. Und durch die Nutzung dieser Modelle wir denken, dass wir deutlich bessere Chancen haben, in der Zukunft bessere Therapiemöglichkeiten zu bieten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat für den Welthepatitis-Tag in diesem Jahr das Motto
Hepatitis eliminieren ausgerufen. Virushepatitis zu eliminieren ist eine gesundheitspolitische Aufgabe. Durch die Impfstoffe gegen Hepatitis B könnte man Hepatitis B relativ zügig weltweit verhindern. Hepatitis C, dafür brauchen wir billigere Medikamente. Effektive haben wir schon, aber sie müssten billiger werden. Dann könnte in einem verbesserten Gesundheitssystem die Hepatitis tatsächlich weltweit ausgerottet werden. Bis 2030 soll das Ziel erreicht sein. Eine Welt ohne die Hepatitis-Viren A, B, C, D und E.